Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und dem Beagle. So, ich glaube, ich soll mit dem Typen hier reden. Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Leute, faszinierend, auf wie vielen Wegen ich an so einen Passierschein gekommen wäre. Na dann. Schuppen und Hundesöhne. Ein Vater auf Mädchen in den Wein geschickt. Nur der Sohn ist zu Hause geblieben. Also schnappten sie sich seinen Sohn. Der Arme musste alles mit ansehen. Nein, ich kann nicht glauben, was ich da höre. Ich komme gar nicht richtig durch. Ach, an die Quest erinnere ich mich. Die sind mir voll gestorben. Man weiß ja, was schiefgegangen ist. Der Schwager ist gestorben. Sorry, Hundes. Was auch immer ihr seid ihr. Das sieht doch eher aus wie ein Bär als ein Hund. Mal sehen, was für ein Monster uns da erwartet. Aber da ich jetzt sogar da ein paar Level drüber bin, denke ich mal nicht, dass das mir Probleme macht. Hoffe ich zumindest. Hi! Was bist du denn? Verdammt! Was sind das? Was ist das denn? Was ist das? Hast du nichts für mich? Doch, du hast was für mich. Oh. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Da. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Dann komm, Geralt, machen wir das doch mal. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ei! Na? Irgendwoher kann ich die Musik aber noch so vom Stil her. Ich weiß aber gar nicht, woher. Wenn ich bedenke, wie viele Probleme mir so Ertrunkene ganz am Anfang gemacht haben. Hier. Okay. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede!
Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Vernossiel. Sag mal, was backt Geralt da eigentlich so rum? Warum sollte ich meine Waffen... Gut, geh voran. Warum backt Geralt so seltsam? Oh. Adgern? Seltsam. Wir haben hier gar keine Monster. Ihr vielleicht nicht, aber die Redanier sind überzeugt, dass etwas in diesen Wäldern haust. Sie haben mich angeheuert, es zu töten. Na, dann irren sie sich eben. Wäre nicht das erste Mal. Hier gibt es kein Monster. Deine Arbeit ist getan. Das ist kein Spiel. Es sind Menschen gestorben. Es sind Soldaten gestorben. Soldaten von Radovid, der die Enseide vom Großen Meer bis zu den Blauen Bergen terrorisiert. Soldaten, die Massaker anrichten, unsere Brüder foltern, unsere Schwestern vergewaltigen. Um die weine ich nicht. Und wir werden diese Transporte weiter angreifen. Wir müssen essen, wie du. Es ist also deine Entscheidung. Geh jetzt und vergiss, was du gesehen hast, oder stirb. Ach Leute, das ist doch wieder so eine Scheinscheiße. Mal ganz im Ernst. Die sind nicht besser als die, die sind nicht besser als irgendwer sonst, der jemanden Transport. Aber die Soldaten sind jetzt halt auch nicht gerade unschuldig, ne? Davon ab habe ich ein Problem, weil ich habe keine Waffen mit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Naja. Macht, was ihr wollt. Ich mische mich nicht ein. Gebt ihm seine Sachen und werft was von den Transporten rein. Weise Entscheidungen soll man belohnen. War fail. Die war ganz schön unsympathisch, wenn ich ehrlich bin. Wieso trage ich jetzt völlig andere Waffen als gerade, Leute? Was? Ihr betrügt mich doch. Er hat mich doch betrogen. Das sind nicht meine Waffen. Das sind nicht meine Waffen. Ah, da sind meine Waffen. Ich dachte gerade schon. Hat mich gerade schon betrogen gefühlt. Ich sollte mal verkaufen gehen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich so viele neue Sachen habe. Kann ich... Warte mal. Ich muss mal eben was wissen. Kann ich das, die Zeichenintensität wieder rausnehmen? Oder geht das nicht? Schwierig. Nein. Bleib doch da, Geralt. Was habe ich denn da für witzige Hosen? Okay, mal schauen. Also ich möchte auf jeden Fall Zeichenintensität. Auch das ist nicht schlecht. Das erscheint mir schlau. Ach, ihr seht mich ja gar nicht. Ich habe mich gar nicht eingeblendet.
So, was habe ich denn jetzt für ein cooles Moses? Schnigges. Silberschwert hier. Wenn ich die jetzt beklaue. Ich glaube nicht, dass das eine geile Idee ist, oder? Hier sind überall Pflanzen. Gib her. Wo sind die denn? Wieso? Hier sind angeblich überall Pflanzen. Und doch finde ich wieder mal keine. Das ist doch verwirrend. Was? Oha, that's it. Was ist das hier? Ach, das ist das Lager von denen. Ist das jetzt einfach ein ganz normales Banditenlager? Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung war, wenn ich ehrlich bin. Aber sei es drum. Aber irgendwo werden Elfen ja trotz allem oft genug. Heya! Schlecht behandelt. Mal sehen, was Geralt dem Typen da erzählt. Ich meine, ich habe einen Passierschein, mir kann es egal sein. Aber trotzdem bin ich sehr gespannt. So, bin mit Plätze bis zum Eingang gekommen quasi. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Da ist keine Bestie im Wald. Nur Scoia'tael. Scoia'tael, sagst du? Ich dachte, mit diesem Abschaum hätten wir aufgeräumt. Hast du sie aufgeschlitzt? Elfen sind keine Monster, also nein. Aber ich würde auch nicht um sie weinen. Natürlich nicht. Nur ein toter Anderling ist ein guter Anderling, wie mein Vater sagen würde. Belohnung ist nicht drin, weil du den Auftrag nicht ausgeführt hast. Aber hier ist der Passierschein, den ich dir versprochen habe. Weil du die richtigen Autoritäten informiert hast. Wir machen kurzen Prozess mit ihnen. Ja nun, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Finde die Mumien vom Buckelsumpf. Setze deine Hexersinne ein, um den Schrein zu finden. Das könnte ich jetzt langsam mal machen. Auch wenn das eine Hauptquest ist. Ich weiß, ich möchte eigentlich ziemlich dringend nach Novigrad, weil ich endlich mal was anderes sehen möchte. Aber naja. Naja, Leute, naja. Daheim im Wald. Wo muss ich dafür hin? Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelsstrom. Wenn ihr alle Öffnungen ihr Knoblauch zu spitzen, aber wo bekommt man heute noch Knoblauch? Sei gegrüßt. Ist das nicht der Händler, ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Gerettet habe? Na gut, dann ist das wohl so. Das will ich noch nicht verkaufen. Ich will gucken, ob ich den Stein da rauskriege. Nein, ich habe doch gesagt, ich will das nicht verkaufen.
Alter. Toll. Dankeschön. Wie mies. Der Typ hat nicht keine Kohle mehr, ne? Der Typ hat keine Kohle mehr. Ja. Oh. Was ist das? Plunder. Jetzt hat er zumindest wieder etwas Geld. Bald auch nicht mehr. Ich mach gerne Leute arm, ist doch in Ordnung. Ah. Na gut. Na gut. Boah, so viel Kohle hatte ich, glaube ich, auch einfach noch nie. Sehr cool. Leb wohl. Wir könnten darüber reden, denke ich. Warte mal, wo ist denn hier? Ist gar nicht. Ich muss wieder hierhin zurückreiten. Ach komm. Na gut, von mir aus. Mit trockener Kehle. Flütze, wo bist du? Hilfe! Bring dir Korporal einen Becher. Korporal? Nein, ich bin nur ein einfacher Privat. Einer, der eine Beförderung verdient hat. Du benimmst dich wie ein Offizier und bist noch klug dazu. Die Hunde klingen nicht nett. Nicht. Jetzt habe ich mich hier rein versumpft. Danke, Plötze. Ja, danke, Plötze. Los, los. Hier? Schneller. Ja, irgendwo hier. Okay. Dann schauen wir mal, wo ich genau hin muss. Ich habe nämlich ehrlich gesagt voll keinen Peil. Ach cool, hier ist gar nichts. Nix, nada, niente. Das Rückeranwesen. Dann gehen wir mal hier hin. Wir sollen ja eh noch nach der Truhe Ausschau halten. In 2 Minuten ist das machbar. Hoffe ich. Ich hatte ja keine Zeit mehr, mich anständig umzugucken, weil ich abgelenkt worden bin. Aber hier ist echt gar nichts und hier will die leben? Mutige Frau, muss ich sagen. Geralt? Eine Schöpfkelle. Okay. Ich stelle keine Fragen, Geralt. Ich stelle keine Fragen. Hm. Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Tja, Geralt. So sieht's aus. Ich habe jetzt nicht daran gezweifelt, dass die Frau mir nicht die Wahrheit gesagt hat. Da hinten sind aber ganz schön viele Becher. Guck mal, was es hier noch alles zum Umgucken gibt, Leute. Und ich konnte mich nicht umgucken wegen dem anderen Typen da. Zumindest sind jetzt alle Fallen weg. Wie komme ich nach oben nochmal? Gar nicht mehr, weil Quest vorbei? Offensichtlich. Na gut. Was ist denn hier vorne? Da komme ich nicht rein. Sag, du kommst hier nicht rein. Ja, aber wo soll denn dann hier bitte noch was sein? Hier war nur totes Getierse. Und hier komme ich nicht rein. Weird. Wirklich weird. Und was ist hier? Weiß man nicht. Na gut.
Wo will ich denn genau hin? Nach hier. Ist das sehr weit weg? Das sind 128 Schritte, die werde ich ja wohl laufen können. Oder Geralt, die werden wir doch laufen können, ohne dass du Plötze direkt wieder brauchst. Was haben die denn? Sind die wegen... Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraucht. Sind die wegen mir weggerannt? So schnell will er nicht wieder mulden. Durch den Wald gerannt. Hinter einem Fluss. Mich zum alten Baum auf dem kleinen... Sie sind wegen mir so weggerannt, oder? Ganz schön frech, Leute. Was gibt mir das denn bitte für ein Gefühl, wenn man schreiend vor mir wegrennt? Den Wald führt. Ah! Na? Ich sehe, ihr habt ein bisschen Loot. So, sehr gut. Und die gleichen auch das aus, was die anderen Häuser nicht hatten, ne? Alkohol immer sehr gut. Komische Scherze. Kann Geralt da nach Witze reißen? Da hinten ist noch was. Das möchte ich natürlich haben. Ach, das ist ein Tränketyp. Hi, Tränketyp. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühner direkt dran. Zeig mir, was du zu verkaufen genau, hast. Genau, zeig mir, was du hast. Das ist jetzt nicht so viel, guter Mann. Erstmal verkaufe ich dem alles. Oh, der arme Händler hat gar nichts mehr wegen mir. Ich habe ihn arm gemacht. Passiert! Was ist das? Alraunenlikör. Das ist aber ganz schön teuer, wenn ich alles nehme. Nee, nee, sorry, aber da bin ich raus. Aber danke, dass du mir all dein Geld gegeben hast. Bis dann. Ich fühle mich mittlerweile fast schon reich. Ob das stimmt oder nicht, ist dabei eine völlig andere Sache. Schwalbe. Dings. Schwalbe. Schwalbe. Oh. Aber ich muss sagen, wenn man anständig klauen geht, dann findet man schon einiges hier. Komm ich hier auch noch rein? Die haben aber ganz schön viel Alkohol gebunkert. Das erklärt zumindest, warum sie so völlig bescheuert sind hier alle. So. Nein, ich lasse sie alle am Leben, damit sie kleine Kinder fressen. Wer kennt's nicht? Oh, ich habe noch eine Dingstrophäe. Chance auf Verstümmelung. Ha. Huh. Mittagserscheinung. Okay. Fünf Prozent Bonus bei... Ja, komm, mach ich doch mal. Ich glaube, es könnte demnächst auch mal wieder Zeit werden, dem guten Plötze mal einen neuen Sattel zu gönnen. Wenn wir in Novigrad sind. Ich habe das Gefühl, wenn ich in Novigrad bin, kann ich mich recht dumm und dusselig shoppen. Weil Hexer ja auch berühmt-berüchtigt dafür sind,
gnomischen Scherze. Wer kennt sie nicht? Das ist wie die Witzebücher aus The Last of Us von Ellie. Ich stelle mir Geralt vor, wie er dann einfach mittendrin, wenn Yennefer da ist, dann seine gnomischen Scherze aus dem packt und dann vorliest und sagt, ha, das ist so witzig. Ich habe so viele Schlüssel, von denen ich einfach gar keine Ahnung habe, wozu die eigentlich gehören. So, aber ich mache jetzt hier einen Cut rein. Nächstes Mal werden wir uns in diese Richtung begeben und mal gucken, was wir hier finden. Der den Anfang des süßen Pfades markiert. Ach so, das muss ich also zuerst machen. Ach so. Ich gehe dann einfach in die Richtung. Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Nein. Was willst du? Gar nichts. Wisst ihr, Geralt sieht so gut aus, ne? Und die haben teilweise hier Typen rumlaufen, die einfach nur ganz grauselig aussehen. Und trotzdem wird Geralt hier in einer Tour angemacht. So, was willst du? Quatsch mich nicht an. Ih, du bist eklig. Und ich denke mir so, ey, es ist einfach... Mutant. Seht ihr, Mutant. Schwalbe. Schwalbe. Dabei ist er doch einfach nur ein Hotter Dude. Geralt, der Hotter Dude, Leute. Ist so. Aber wo will ich hin? Ich weiß es einfach nicht. Eigentlich bin ich ja dabei gewesen, den Part zu beenden. Klassiker von mir. Aber jetzt, wo ich weiß... Ach nee, nur ist nur eine Pflanze. Dass ich hier irgendwas mit süßem Pfad finden muss, machen wir das doch. Aber in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.